Ich habe es zuerst in Accra versucht, Ghanas größter Stadt. Da schlug ich mich mit Müllsammeln durch. Es war schlimmer als zu Hause auf dem Land, denn dort gab es wenigstens genug zu essen. In Accra traf ich aber auch Aminu. Er hat mir diese Ausbildungsstelle zum Schweißer verschafft. In Ghana muss man für eine Lehrstelle bezahlen, das hätte ich mir nie leisten können. Dank der Unterstützung von AFDM habe ich jetzt genug zum Essen und ein kleines Zimmer, vor allem aber eine Zukunftsperspektive. Wenn ich erst meine eigene Werkstatt habe, werde ich andere ausbilden, ohne dafür Geld zu nehmen.